Licht an, Türen auf. Oh, ist das leer hier. Bin gar nicht gewohnt so. So, mein Akku habe ich jetzt getaped. Erstmal den Stecker. Halt Tape ran gemacht, damit er hält. Mal gucken, wie lange das hält. Werde ich wohl wieder umtauschen müssen. Oh, ist das schlimm, ey. Kann es nicht mal etwas geben, was funktioniert? Meine Frage. Früher Morgen ist es. Nun nicht mehr. Es ist 10:30. Fast schon Mittag. Und das Rad, ich mache immer weiter. Bei dem Rad jetzt wird. Ich weiß auch nicht, was ich mache. Ich habe keine Ahnung. Ich bin total verwirrt. Vielleicht sollte ich es einmal komplett zerlegen. Ein bisschen anschleifen, neu lackieren und zusammenbauen. Ja, und dann gucken sie wieder alle. Oh, was ist denn das? Na, nimmst du 400 Euro und dann, oh, teuer. Ja, aber vielleicht mache ich das einfach. Ist mir auch scheißegal. Ist ja scheißegal, was alle sagen. Wird einfach so gemacht. Du, ich hab. Die haben da keine Zeit dafür. So, ich habe die Kettenradgarnitur bekommen jetzt. Die Lieferung war schon da. Das ist natürlich immer, wenn der Stefan kommt, dann ist es richtig fix immer alles. Ich soll ihn auf ihn trinken, soll der Alter gemeint. Oder zu Ostern soll ich auf ihn trinken. Nö, Mama. Nö, Papa. Nö, Papa, nö, Mama. Wie nö? Willst du nicht? Nö. Nicht betrunken. Nein, nicht betrunken. Nein, aber ich kann ja mal anstoßen. Auf den besten Lieferanten ever bei BBF. So. Das wird wohl nichts hier mit dem hier. So, dann kannst du nochmal die Kettenradgarnitur auspacken. Das ist eine Kettenradgarnitur. Wobei das nicht immer. Das ganz präzise einschrauben muss. Und das Lager kostet übrigens 30 Euro schon alleine. Deswegen musste ich da bei der Kettenradgarnitur mal ein bisschen sparen. Denn die Kettenradgarnitur, die sie drauf hatte, ist eine Alivio. Eine Alivio Kettenradgarnitur kostet aber fast 100 Euro. Neu. Und ist dann diese Holotec 2. Und das will ich hier nicht verbauen. Das ist ein Tretlager. Tretlager ist das, glaube ich, das beanspruchteste Lager am Fahrrad ist das Tretlager. Danach kommt der Steuersatz. Ist das schwer mit einer Kette festzumachen? Wenn man es noch nie gemacht hat, dann ist es wahrscheinlich schwer. Wenn man es noch nie gemacht hat, dann ist es wahrscheinlich schwer. So. Wie eine große Fahrradschrauberin der Zukunft. Und so rum schraubt man die Pedale fest. Nach vorn. Schön. Festschrauben. Komisch. Weil er wird dann auch wieder fest. Jo, sind wir fertig. Okay, jetzt machen wir erstmal Bremse neu. Bevor wir hier am Hobby wieder rumbasteln, ich baue das auch nicht um, sondern ich baue das nur ein bisschen auf und verkaufe es dann halt teurer. Ganz simpel.
Aber das ist ein reines Hobbyprojekt, Langeweile-Projekt. Bremszüge mache ich jetzt neu und Bremsbeläge mache ich jetzt neu. Wieder einmal, es ist jeden Tag das gleiche, diesmal aber im Zeitraffer. So, Dennis kommt bald. Das ist 10 Grad, ja. Ja. Aber merke ich hier nicht. Hallo, Luke. Hallo. Mensch, mit Arbeitsklamotten. Runterlaufen. Jetzt hat Marius ein Praktikum gemacht, jetzt macht er mit dem Praktikum. Verstehe ich nicht. Und der Sattel, naja, da überlegt man ja. Der liebt man, das mal überraschen. Hm. Oh Gott, nee. Assembling! For only 40 bucks! Man! Schaltwerk, das lief ja nur hier auf dem Kranz da. Also auf dem vorletzten, vorvorletzten. Und ist nicht runtergeschaltet. Also ich habe jetzt den Zug entspannt und auf eine andere Stelle. Ja, aber das nicht wackelt hier vorne. Auch noch.
Ja, auf jeden Fall, wenn man das auf den untersten Kranz bringt, dann, dann funktioniert das nicht. Wenn, da. Was denn unten da? Da. Wie heißt das? Zu wenig Spannung? Ja, sowieso. Das ist viel zu lang. Das Schaltwerk muss so stehen. Ja. Na, dann würde es vielleicht nur funktionieren auf dem ersten. Da habe ich 20 Bar drin. Thorsten mit seinen 0,4 Bar. Ich weiß ja nicht, was der macht, ey. Na, vor allem, das ist ja eine Dirtgabel, die er vorher dran hatte. Und die kannst du eigentlich mit 4 Bar aufpumpen. Also steht zumindest so in der Bedienungsanleitung drin, dass die Dirtgabel kannst du mit 4 Bar aufpumpen. Na gut, raus damit, weg damit. Aber das. Die hat es bestimmt gekauft wegen der blauen Schrumpfschläuche, der Neoprenüberzüge. Genau, das war der Grund. Und der Sattel. Ist okay. Und dann halt ein Stück rausgezogen. Dann sieht man, vielleicht reicht das. Vielleicht auch nicht. Die Sattelstange. Die Sattelstange verkehrt rum drin. Was ist denn für Müll, ey? So, die Leute, die trauen sich mit, zu dir mit diesen Fahrrädern. Die haben echt Angst, irgendwo anders hinzugehen, weil sie dann gleich rausgeschickt werden oder ein neues Fahrrad verkauft bekommen. Ja. Klingel funktioniert nicht. Check. Bremse. Nicht funktioniert vorher. Ja, nicht so. Ja, Festschrauben. Fertig. Ah, hi. Ja. 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 Na, komm runter, ja. Also das ist ein Fahrrad. Das ist das passende Mädel dazu. Passende Mädel zum Rad? Wo ist denn das Rad? Ah, ich hab's rausgestellt. Ach so, hast du schon ja. Der Verschrottung zugefügt? Nein. Oh, ich hab's rausgestellt. Nee, das ist nicht so einfach reparabel, weil vorne ist der Zahnkranz verbogen. Da musst du mal hier vorne. Diese Kettenradgarnitur, die ist verbogen. Also die müsste man tauschen eigentlich. Das gehört nicht zur Gangschaltung. Das gehört zum Antrieb, aber nicht zur Gangschaltung. Also deswegen ist die Gangschaltung wahrscheinlich auch so verstellt gewesen, dass du nicht in den untersten Gang schalten kannst oder den schwersten, weil dann die Kette vorne rausspringt. Weil das Kettenblatt eiert und dann jedes Mal die Kette so daneben fällt. Ah, okay. Ja, das ist das Problem an der Sache. Sein Intim, Intim-Toupet verloren. Ich hole jetzt erstmal ab. Ich weiß nicht, ob ich nochmal wiederkomme. Der Tischler weiß Bescheid wegen dem Fenster auf alle Fälle. Das habe ich mal geschafft heute. Spannend, was das kostet, ey. Eine Platte gegangen. Es ist eine Platte gegangen. Schön!
Schlauch. Jo, fertig. Und wenn man denkt, es geht nichts mehr, kommt irgendwo ein Auftrag her. Jetzt baue ich den Dämpfer ein. Teil, was weiß ich wie viel. Wir haben uns dazu entschieden, diesen Dämpfer einzubauen in dieses Projektrad, was ich habe, dieses Kinderrad, 20 Zoll Downhillrad. Oh mein Gott. Drücken wir jetzt Feierabend. Also, ich wünsche euch allen eine angenehme Nachtruhe. Das Bonsai-Gras wächst und gedeiht, würde ich mal denken. Bonsai-Gras, Bonsai-Moos. Mann! Thorsten geht, ich gehe jetzt auch gleich. Feierabend. Also, gute Nacht, schlaf gut. Wir sehen uns morgen. Bis dann. Ciao. Ja, und da ist er wieder. Hat er doch glatt vergessen, dass er noch was machen wollte: einen Dämpfer einschrauben. Das machen wir auf alle Fälle heute noch. Also will ich ja sehen, wie das aussieht. Das will ich ja sehen, wie das aussieht. Ne? Deswegen machen wir das heute noch. So, hinten habe ich schon mal gelöst hier. Jetzt löse ich vorne. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also liebe Leute, völlig übertrieben, ja, aber... Was ist das? Was ist das für ein Rad, Alter? Hey, guckt euch das mal an, was ist das für ein Radstand? Wie geil. Ich gucke mal, ich check's mal. Der Ausgleichsbehälter ist im Weg. Das ist schon geil, wenn jetzt noch eine Federgabel hinkommt. Vorne, die auch so hoch ist. Nicht gemeint, aber das ist ein bisschen drüber. Sind die alle auf dem Boot? Der passt nirgendwo.
Jetzt aber gute Nacht. Geht's hoch.